Und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem weiteren Test, wenn es gleich natürlich. Wir spielen heute in diesem Türchen, in diesem Let's Test, Chance of Cena oder so ähnlich. Ein weiteres interessantes kleines Spielchen, wo wir jetzt mal gucken, was das so zu bieten hat. Ja, dann schauen wir mal rein. Starten wir das Spiel. Schauen zu Senau. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Klicke auf die gewünschte Stelle, um dich dorthin zu bewegen. Ah, ja, Point and Click. Kann ich. Es ist kein Point and Click. Aber die Steuerung. Kennt ihr aus Point and Click Spielen? Wir spielen ja dieses kleine Männchen im roten Mantel. Aha. Wir müssen ja Rätsel lösen, oder? Klick auf eine Doch, das ist ein Content-Klick. Klick auf eine Weg, um damit zu interagieren. Jetzt können wir damit reden und ja. In diesem Tagebuch werden alle Glyphen aufgezählt, die du entdeckst. Was zu öffnen, klicke auf den Tagebuch-Schaltfläche. Du glaubst, die Bedeutung in der Glyphe herausgefunden zu haben, klicke darauf, um deine Vermutung zu notieren. Ach du Scheiße. Das wird ja ein richtiges Rätsel. Okay. Dieses, ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Würde ich mal behaupten. Drücke bei Bedarf die mittlere Maustaste, um alle interaktiven Objekte in der Umgebung hervorzuheben. Blinkender weißer Punkt zeigt an, welchen Stellen du noch nicht nichts gesehen oder getan hast. Yep. Elf könnte. Bandklickstörung. Auf. Zu auf. Dort meine Notizen. Auf. Aha. Hier haben wir Schalter. Okay, das dritte und das vorletzte müssen zu.
Easy. Ziehe jede Glyphe auf dem Platz, der ihr deiner Meinung nach entspricht. Pass auf. Das Tor. Das zu. Je mehr Glyphen du übersetzt, desto besser wirst du deine Gesprächspartner verstehen. Ach du Schande, wir verstehen die NPCs nicht. Und das wird dann lustig. Das wird lustig, wenn wir dann das falsch übersetzt haben oder dann irgendwann. Oder wenn wir es richtig übersetzt haben, aber irgendwie nicht im Wortlaut und dann irgendwie. Ich eins bin Klaus. Das wird spaßig. Und wenn wir nicht alle gefunden haben, dann verstehen wir nichts. Das ist wirklich interessant. Das verspricht spaßig zu werden. Und richtig cool, wenn man alle richtig übersetzt kriegt. Und da kommt schon die erste Person, die mit uns reden will, die wir nicht verstehen. Ah ja. Ist das vielleicht Hallo? Würde ich mal so sagen. Öffne eine Tür. Aha. Ist das du? Würde ich behaupten. Oder ich? Ist die Frage. Ah, hier ist ein Tor. Aha. Ist das ganz sicher? Nur du schließen Tür öffnen. Können wir was sagen? Können wir nicht grüßen? Gucken, ob das klappt. Hey. Öffnen Tür. Ich vermute, das heißt ich. Ich öffne die Tür. Mit der hat er den Heil. Den Schalter und macht das. Aha. Also ich und du, das ist schon mal sehr logisch. Hallo, du, das wissen wir nicht. Schließen ich. Das heißt vielleicht willkommen oder
Was naht? Das ist Hallo. Das ist du. Das bin ich. Na, richtig? Scheint so. Die anderen beiden haben wir noch nicht. Das hatten wir schon. Du, hier lang vielleicht du bekommen oder wo? Wird man vermuten, hoch. Und öffne die Tür. Ich verstehe nur. Ich hoch ergibt keinen Sinn. Ich helfen. Schließen die Tür. Rüber, ich rüber, also ich gehe rüber. Rüber macht mehr Sinn als hoch, würde ich sagen. Du rüber, ja, ist der. Du drücke ich. Verstehe ich nicht, wo. Jetzt bin ich auch rübergegangen, also. Ein Spiel der Verständigung. Das ist ein interessantes Spiel. Jetzt könnte er darüber. Oder sie, man weiß es nicht. Wenn wir jetzt ganz zurückgehen, bringt das nichts. Müssen ihr oder ihm hier den Weg frei machen. Und du rüber nicht. Das bringt ja mal gar nichts.
Ah. Ich verstehe das Zeichen immer noch nicht. Okay, jetzt hier rüber. Ist ein bisschen schwieriger. Das verschwindet jetzt ganz. Sehr gut. Jetzt können wir zueinander kommen. Wiedersehen. Okay, war das Wort. Das soll das Wiedersehen. Gruß. Okay. Öffnen, Tür schließen, Gruß. Ich. Eventuell rüber. Zwei Elves haben wir noch nicht. Okay, kann ich noch keinen Reim drauf machen gerade. Noch mehr Glyphen. Das scheint die Sonne zu sein. Das haben wir da drüben schon mal gesehen. Oder nicht? Nee, haben wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Hallo. Können wir antworten? Lass uns nicht antworten können. Verstehen. Das scheint sie auch, das scheint irgendwie für Leben oder für
Menschen oder fürs Sein oder so zu stehen. Existenz. Schließentür. L steht vielleicht für Mensch. Ja, du, also Mensch, du, Mensch, ich. Da war auch mal das L. Das sind die bösen Menschen oder so. Ach du Schande. Die Sonne hier. Dann würde ich sagen, das ist der Mensch. Dann ist das der gute Mensch und das ist der böse Mensch. So, mal das heißt Gott, Krieger, Gläubiger, Mensch. Ah ja, dachte ich mir schon so. Sonne passt ja auch, das ist ja. Krieger schließen die Türen. Sollte man vielleicht mal von der anderen Seite gucken. In der Reihenfolge. Die Menschen nicht erkennbar. Das hier. Beten vielleicht. Nee, es macht keinen Sinn, dass das Beten ist. Das könnte irgendwas mit Fels bedeuten. Das hier und das könnte irgendwie Ernte sein. Trocken, vielleicht trockenes Feld. Trockenheit und Feld. Trocken, trocken Feld, ja, durch die Sonne wieder. Gott, Mensch, Segen, ist das vielleicht der Segen? Die Gläubigen, die Menschen, die Gläubigen. Gläubig, gläubiger Gott. Und dann für Wind oder so stehen.
Bei Zeichnung und Buch finden wir es dann raus. So, die Krieger schließen die Tür. So weit, so unklar. Noch ein Zeichen. Du rüber Tür. Das macht keinen Sinn. Hier haben die Tür geschlossen. Das ist der Krieger. Das ist der Gläubige. Jetzt habe ich einen Punkt bekommen. Scott. Das ist der Mensch. Ich habe noch einen Punkt bekommen, okay. Tarotkarten legen. Krieger und Gott. Setz. Er oder sie einen Punkt bekommen. Gott. Krieger. Jetzt krieg ich wieder einen Punkt. Okay, das Spiel verstehe ich nicht. Ich bin ein Gläubiger, Gott segne ich. Gott, irgendwas, ich rüber. Ich rüber, Krieger, Krieger, Gläubiger, Gläubiger. Krieger haben die Tür geschlossen. Okay, Krieger haben die Tür geschlossen, verstehen wir. Oh, neue Worte. Keine Ahnung, was die heißen. Ah? Ich rüber und du. Ich. Ja. Aha. Und Katze. Katze streicheln, sehr wichtig. Oha. Schöner Ausblick. Den wir ja recht haben. Und du, ich. Kommen. Du, ich.
Stunden, vielleicht. Finden. Ja, folgen. Ja. Befinden ich suchen. Aha. Suchen und finden. Ja, verstecken gespielt. Suchen und finden. Okay, das ist glaube ich klar. Hier Verstecke spielen. Du suchst mich. Prüfen, also dich finden, ich soll jetzt mich verstecken. Und du suchen mich. Hä? Was ist in die Richtung aufgebrochen? Ich jetzt nicht so ganz, aber wir sollten gleich mal weitergehen. Wo ist denn er hin? Oder sie? Gefunden. Wie lange soll das noch gehen? Tschüss, ich rüber. So viele Worte, die wir noch nicht verstehen. Oha, da geht's weiter. Suchen. Das finden. Das vielleicht verstecken sein. Gehen, passieren,
suchen wollen, finden. Okay. Du hast mich gefunden. Okay. Ich gehe in passieren, tschüss. Ich erwarte dich. Irgendwas dort. Müsst ihr nie mehr folgen. Unter ihr. Es. Gelbiger du ich. Nun, ich gehe in passieren. Aha. Einige Bereiche müssen unbemerkt überquert werden. Fahre mit der Maus über ein Versteck, das ein Silhouette erscheint, und klicke darauf, um dorthin zu gelangen. Ja, gut. Lassen wir es für heute. Das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Das war Chance of Sinar. Ein vielversprechendes Spiel. Also wenn man da mal Zeit investiert rein, kann man da diese Sprache zu unterstützen. Das ist ein auch intellektuelles Spiel, das so ein bisschen, da ein bisschen Sprache verstehen und ein bisschen ist kein schlechtes Spiel. Werde ich mir direkt selber mal auf die Wunschliste packen. Könnte auch tun, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann mich nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren, weitere Videos gucken, kommentieren, wie es euch gefallen hat und morgen wieder reinschauen beim nächsten Video, beim nächsten Adventskalender-Video oder heute schon beim nächsten Let's Play-Video um 14 Uhr und um 18 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.